Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute auf 6 YouTuber, die ins Krankenhaus mussten, reagieren. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go. Hey yo, Freunde, Timematic hier. Und in diesem Video natürlich wieder von Ehrenbruder Bruder Timematic. An, die ins Krankenhaus mussten. Oha. Du musst den Clip sehen, Leontin ins Krankenhaus musste und du wirst nicht glauben, was ihm dort passiert ist. Leontin musste auch schon ins Krankenhaus, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Heute haben wir deine Lieblings-YouTuber im Video, wie zum Beispiel Kleiner Junge, Clash Games, Lukas Kleiner Junge, iCrimex und noch viele mehr. Like und abonniere. Oder Timematic, schade, dass ich aber mittlerweile auch nur noch an vierter Stelle komme bei den Lieblings-YouTubern, aber alles gut. Nix passiert. Im ersten Clip haben wir einen Jungen, der in einem Video von Marvin vloggt, ins Krankenhaus musste. Alles hat an Silvester vor einem Jahr gestartet. Hä? Es war Nachmittag und Marvin einem wollte Jahr? Noch Böller für Silvester kaufen. Oh, und da sind wir auch angekommen am ersten. Sieht doch eher aus wie letztes Jahr, also jetzt, dieses letzte Silvester. Was wir so für Feuerwerk haben. Die Wand sieht ja schon mal nicht so versprechend aus. Echt windig drauf. Let's go. Jetzt gehen wir erstmal. So lange macht Marvin doch noch gar nicht diese Real-Life-Videos, oder? Weiß gar nicht. Wie du sehen konntest, wurde Marvin nicht fündig. Das Video ging aber weiter und nimmt eine schockierende Wendung. Der nächste Abschnitt ist nichts für schwache Nerven. Man sieht Blaulicht im Gesicht von Marvin und Marvin erzählt uns gleich etwas Schreckliches, was gerade passiert ist. Hier mal der Clip. Ja, Leute, ich bin gerade auf dem Weg zum nächsten Geschäft, habe gerade ein paar Zuschauer getroffen. Da haben die sich mit Böllern rumgeworfen. Da hat der eine das Ding so einen Halt bekommen. Jetzt muss er im Krankenhaus und der sieht gerade schon das Blaulicht und ja. Message ist, Leute, passt auf, schmeißt euch nicht gegenseitig mit Böllern. Man sollte sich nicht gegenseitig mit Böllern abwerfen an Silvester. Das Video soll als Warnung dienen, denn Feuerwerk kann sehr gefährlich sein und man sollte an Silvester echt gut auf seine Gesundheit aufpassen. Weiter geht's. Ich muss auch Real Talk sagen, nennt mich jetzt gerne Rentner und spießig und sowas. Ich bin aber auch kein Fan mehr von diesen Feuerwerkssachen. Also an Silvester Feuerwerk, geil, aber so, also ich bin so mittlerweile Fan davon, sollen die Städte das organisieren, weißt du, ein so ein schönes Feuerwerk, was so eine Stadt macht und sowas und dann guckt man sich das an, aber so, also bei mir auch, ich sag jetzt mal in der nächstgrößeren Stadt, da gibt's so einen Platz, so einen großen Platz, da brauchst du an Silvester nicht hinzugehen, weil da ist gefühlt, wird Krieg geführt, weißt du, wie ich meine, so, da war ich einmal da, da fliegen Raketen, Böller, alles durch die Menge, bin ich auch kein Fan von. Also am besten, mir wäre es persönlich am liebsten, sollen die Städte das immer organisieren, dass ein so ein Riesenfeuerwerk von der Stadt auskommt und der Rest einfach ciao, weil alles andere, da wird sich verletzt. Man sieht es ja, auf Rettungskräfte werden Böller geworfen. Es gibt halt einfach Leute, man muss halt leider sagen, wären alle Leute vernünftig, wird das ja funktionieren. Es gibt nur leider zu viele Bummis da draußen. Das mit dem Clip Problem. Von Clash Games. Clash Games sollten alle von euch kennen. Ich meine, er ist ein guter Freund von Marvin und lädt ab und zu sogar Videos mit Lukas BS hoch. Jedenfalls ging es Clash Games vor ungefähr 5 Monaten echt schlecht, sodass er sogar ins Krankenhaus musste. Oha, Marvin Vlog hat ihn sogar ins Krankenhaus gefahren, aber warum er dorthin musste, erfährst du gleich. Bleib jetzt unbedingt dran, um den Clip vom kleinen Jungen nicht zu verpassen. Ich glaube, wir müssen da lang oder Flur gesperrt. Okay, müssen wir nicht hin. Marvin suchte gerade noch die Notaufnahme. Du musst wissen, dass man im Krankenhaus immer erst in die Notaufnahme kommt, wenn es wirklich ernstzunehmend ist. Naja, wie auch immer, im nächsten Clip sieht man, wie Kevin auf einer Krankenhausliege ist und echt anders ist als in seinen Videos. Mir tut Kevin auf jeden Fall leid und er hat das nicht verdient. Hier mal der Clip. Wir sind jetzt bei Kevin hier. Es ist auch immer noch total kalt, obwohl ich hier so ein... Oh, Bruder, das am Arm. Ja. Das drückt so, Digga. Der sieht auch nicht gut aus, ey. Kevin, hast du auch so Dinger? Zeig mal an den Büllebäuchchen. Guck mal hier, oh, Leute. Warte, du hast da irgendwas, ist da gedroppt. Gott, Digga, sieht echt nicht was gut aus. Was hat er denn da gehabt, hat Leute? Ich bin ins Krankenhaus gefahren. Müsst alle mal Hashtag Ehrenmann Marvin in die Kommentare schreiben. Auf einmal kam ein komisches Geräusch und Kevins Werte wurden gemessen. Oh. Oh, es geht los. Es geht los. Oh. Okay, nein. Das ist Blutdruckmessgerät. Pumpt er sich auf? Oh, der ist richtig hart. Ja. Was ist das für ein 97. Wow. 96. Gleich kommt Clash Games Freundin und es ist mega schön von ihr, dass sie noch so spät kommt, weil es mitten in der Nacht ist. Kommentiert jetzt auf jeden Fall mal alle Hashtag Ehrenfreundin runter in die Kommentare. Ah, wo hat sie denn geparkt? Leute, schaut euch das mal an. Was hat er denn da gehabt, Leute? Kevins Freundin, gut, darf man dich eigentlich sehen? Ja, klar. Hier ist sie, was geht? Sei mir ehrlich, hast du auch ein bisschen Schiss hier? Total, wir müssen hier lang. Hier ist alles so, ich meine, man sieht das jetzt nicht, aber alles so Baustelle. Oh mein Gott, ey. Vielleicht erfahren wir noch, was er hatte. Ja, Bruder, 300 Kilometer gelaufen, 2 Lost Place bestreiten. Jetzt sind wir wieder hier. Bruder, sie hat geparkt 600 Meter von unserer Stelle weg. Aber jetzt, was machen die Arme? Zeig mal alles. Dann hat Marvin einen Fluchtweg entdeckt und meiner Meinung nach sieht es dort echt ziemlich gruselig aus.
Ich guck mal ganz kurz den Fluchtweg an. Leute, was haben die denn da im Krankenhaus gemacht? Hä, was für Fluchtweg? Dann wurde es ziemlich spät und Marvin beschloss, nach Hause zu fahren und Clash Games allein im Krankenhaus zu lassen, weil beide ja irgendwie schlafen mussten. Aber ich finde, man sieht in Clash Games Gesicht, wie schlecht es ihm geht. So Leute, wir haben ja schon nach 2 Uhr. Kevin liegt hier immer noch, wir fahren jetzt, würde ich sagen. Kevin möchte den Zuschauern noch was sagen. Mach nicht so einen Scheiß wie ich. Genau. Ciao, Bro, wir sehen uns. Ciao, ciao. Am nächsten Tag hat Marvin Clash Games nochmal besucht und dieses Mal hatte er wieder ein Lächeln im Gesicht. Ich meine, Marvin hat ihm auch eine kleine Überraschung gemacht. Was hat er denn jetzt gehabt, okay, Leute? Marvin. Habt ihr was mitgebracht? Moin. Oh, Leute, geisteskrank. Ich setz mich mal hier hin. Oh, da ist noch ein Fernsehen. Du bist ja richtig Alter, ein Kunde. Was hat der denn für ein Zimmer, ey? So, Kevin. Hier, für dich, nimm mal. Jetzt schau mal rein. Guck mal, hier einmal, ne? Dann kannst du Burger Pommes essen. Erstmal guck mal rein, hol mal die Sachen raus. Bro. Was sagst du? Für so einen Dreijährigen? Ja, das passt doch zu dir. Sechs Jahre? Ja, ja, das geht. Ja, das ist krass. Ja, die ist gut, ne? Das ist auch Baba-mäßig. Ja, was hast du noch? Hast du noch die Auto mitgebracht? Ja, der ist cool. Kannst was zu spielen. Marvin, du bist der Beste. Und am Ende sieht man ihn, wie er mit vollem Genuss McDonald's mampft. Zum Glück geht es ihm jetzt wieder viel besser. Das war's? Hä? Lol. Digga, so ein Scam, Alter. Nee, Bruder, ich hab noch mehr bestellt. Leute. Also mich würde jetzt mal wirklich interessieren, was er da hatte. Vielleicht wisst ihr das ja. Was na, gönn dir. Als nächstes haben wir iCrimex. Ich liebe die Videos von iCrimex und er hat's einfach nicht verdient. Ich hab's auch wieder in das Video geschafft, naja, Leute. Vor ungefähr 2 Monaten musste auch iCrimex einfach ins Krankenhaus. Was ihr nicht wusstet, dass ich zu dem Zeitpunkt 39 Grad Fieber hatte. Also ich habe in der Nacht davor irgendwie Fieber bekommen. Ich weiß nicht warum. Hatte halt irgendwie Fieber. Und habe aber trotzdem gelivestreamt. Das war leider im Nachhinein echt sehr dumm und war auch ein Fehler gewesen. Nach dem Livestream auf jeden Fall, Freunde, ging es mir schon mal gar nicht so gut. Ne? Hier sieht man einfach, wie wichtig ihm seine Community ist. Aber ich finde, in so einer Situation geht die Gesundheit auf jeden Fall vor. Lasst uns mal den Clip weiterschauen. Ja, das war aber, Leute, also es war einfach nur dumm von mir gewesen. So, das war einfach nur dumm und ich bin auch, kann ich euch ja gleich mal noch erzählen, seitdem ich das hatte, bin ich auch nicht mehr ganz der Alte. Ich erkläre es euch gleich. Wir gucken erstmal weiter. Aufnahme beendet habe, Leute, habe ich auf einmal so ein richtig krasses Stechen in meiner linken Brust gehabt. Also es hat wirklich extrem wehgetan. Es hat mir die Luft genommen. So ein richtiges Stechen hatte ich hier in der Brust. Und ich habe mich dann auch erstmal hingelegt und ich dachte irgendwie, ich habe mich verlegen, Leute, Nerv geklemmt, irgendwas. Und habe erstmal Schmerzmittel genommen, weil es hat wirklich extrem wehgetan. Dachte, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Ich dachte wirklich, ich sterbe gleich, Leute. Ich dachte, ich kipp gleich um. Mir ging es echt gar nicht gut. Ich hatte diese extremen Schmerzen in der Brust. Und ja, dann habe ich meine Mutter angerufen und habe meiner Mom gesagt, ey, Mama, mir geht's gerade gar nicht gut. Komm mal bitte vorbei. Weil, ne, wie gesagt, Arzt niemanden erreicht. Jedenfalls wurde ich dann irgendwann mal behandelt. Dann wurde mir Blut abgenommen. Wir haben EKG gemacht. Wir haben Ultraschall von meinem Herzen gemacht. Und bei dem Blut, was mir abgenommen wurde, da war ein Wert besonders erhöht. Das ist dieser Troponinwert, heißt das Ganze. Und ich bin jetzt kein Arzt, Leute, aber so wie mir das erklärt wurde, dieser Troponinwert, der ist zum Beispiel auch erhöht, wenn man einen Herzinfarkt hat. Das ist irgendwie wie so ein Baustein vom Herzmuskel oder sowas. Und wenn dieser Wert im Blut erhöht ist, dann bedeutet das, dass dieses Troponin vom Herzen wie so abgebaut wurde und im Blut landet. Der Normalwert davon war irgendwie 0,05 und mein Wert zu dem Zeitpunkt war 0,7, also wirklich schon extrem erhöht. Wurde mit einem Krankenwagen in ein nächstgrößeres Krankenhaus gefahren und ich habe das irgendwie erstmal so gar nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt, Leute, weil ich dachte mir, ey, sowas passiert nicht mir. So was, also ich dachte mir, was geht gerade ab? Ich werde gerade im Krankenwagen. Da war auch irgendwie noch so ein Escort-Fahrzeug mit dabei, mit 2 Fahrzeugen, Blaulicht, richtig schnell in die nächstgrößere Klinik. Ich sage euch ehrlich, ich habe das auch gar nicht in dem Moment gecheckt, warum die da so einen Aufriss gemacht haben. In dem nächstgrößeren Krankenhaus, auch wieder in dem Notaufnahmebereich gewesen und da auch wieder Blut abgenommen bekommen, EKG gemacht vom Herzen, Ultraschall. Und dann wurde mir gesagt, da war mittlerweile auch schon 22 Uhr abends. Ihr wisst ja, wie das, also ich denke, jeder von euch war vielleicht schon mal in der Notaufnahme. Sehr oft so, man musste immer extrem lang warten und alles mit. Dann war zu dem Zeitpunkt eben schon 22 Uhr abends. Dann wurde mir gesagt, dass ich auf jeden Fall über Nacht da bleiben muss. Leute, ich habe leider eine Herzmuskelentzündung bekommen. Zum Glück geht es iCrimex wieder gut. Ich hoffe, dass ihm so etwas nie wieder passieren wird. Weiter geht's. Aber zu dem, was ich gerade noch sagen wollte, dieses Thema mit der Herzmuskelentzündung. Ich bin zwar mittlerweile wieder komplett hergestellt, war beim Kardiologen gewesen und alles ist wieder an sich gut. Meine Werte sind wieder normal, ich kann wieder alles machen und Gott sei Dank, ne?
Aber es gibt eine Sache, die mich an der ganzen Sache sehr, sehr nervt und weshalb ich das auch extrem bereue, dass ich mich damals nicht richtig geschont habe. Weil Leute, seitdem, ihr müsst euch vorstellen, oder den meisten von euch geht es wahrscheinlich so, wenn ihr noch nie was irgendwie am Herzen hattet, war bei mir ja auch so, man nimmt das gar nicht wahr. Also wisst ihr, wie ich meine? Man macht einfach immer und man denkt gar nicht über sein Herz nach. Man nimmt es nicht wahr. Und seit ich dieses Stechen da in der Brust hatte, ist das wie so richtig auf einmal so eine Stelle an meinem Körper, wo ich merke, da ist was. Irgendwie versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Also, und wenn ich mich auch anstrenge oder beim Sport oder so, ich merke auch, mein Herz klopft mehr als davor oder das irgendwie so, man merkt da jetzt irgendwie einfach immer was so. Und also, keine Ahnung, es ist nervig. Also, ich bereue das wirklich, dass ich mich damals nicht geschont habe. Deswegen, Leute, wenn ihr krank seid, gebt eurem Körper immer Pause, ist wichtig. Jetzt mit Lukas BS. Lukas BS muss in letzter Zeit ziemlich oft ins Krankenhaus, weil er sich hin und wieder so richtig wehtut. Das letzte Mal in der Trampolinhalle, wo er beim Trampolinspringen blöd aufgefallen. Warum bin ich da schon wieder dabei, Leute? Gekommen ist. Und ja, seht einfach mal selbst. Vor allem, Leute, wisst ihr, was ich mir gerade so denke? Das war das erste Real-Life-Video, was die Jungs mit mir gedreht haben, wo ich dabei war in der Trampolinhalle und Lukas einfach direkt verletzt, Knie verdreht, alles, muss ein halbes Jahr mit einer Schiene rumlaufen. Das ist gar nicht gut, also das ist immer noch nicht ganz verheilt. Das ist richtig schlecht. Ich habe voll Angst, dass ich jetzt so operiert werde. Ey, der Arme, der hat es wirklich richtig verletzt, ey. Also ich lache zwar jetzt, aber es ist natürlich ernst, Leute. Ich lache nur, weil es einfach so, ich bin einmal dabei, direkt wegen mir verletzt. Hoffentlich, Leute, passiert ihm so etwas nie wieder. Dann ist es echt schlimm, nicht mehr richtig laufen zu können. Als nächstes haben wir Marvin vloggt. Und auch er musste vor 6 Monaten ins Krankenhaus. Warum müssen wir denn auf einmal konnte Marvin nicht mehr richtig laufen. Und er hatte sogar Gänsehaut, weil es ihm so wehgetan hat. Leute, da sieht man wieder, YouTube ist nicht so einfach, wie alle immer denken. Daraufhin ist er direkt ins Krankenhaus gefahren. Ich habe das Gefühl, ich muss brechen. So Schmerzen habe ich, ey. Wann war der denn da? Ich das mal an. Hier alles weh. Dort auch. Oh. Eieiei, Leute. Das sieht ja schlimm aus. Eieieiei. Für was braucht man diesen Kittel da eigentlich da drüben? Das ist zum Röntgen. Da ist Blei drin. Das ist eine Bleijacke. In der Ecke schlafen, was machen die da? Marvin sollte dann nochmal in der Nacht in ein anderes Krankenhaus fahren, aber er entschied sich, nach Hause zu fahren, um ins Bett zu gehen. Dann hörte das Video auch schon auf. Ich nehme mal an, dass es besser geworden ist und dass Marvin wieder gut geht. Als Sechstes haben wir den kleinen Jungen, aka Leontin. Viele kennen den... Da bin ich jetzt mal gespannt. Warum musste Leontin ins Krankenhaus? Kleinen Jungen aus den Videos von Marvin Vlogt und Lukas Brawl Stars. So glücklich sie auch immer in den Videos wirken, sind sie aber nicht immer im echten Leben. Denn eines Tages musste Leontin ins Krankenhaus. Und weil Marvin echt korrekt ist und er nur das Beste fühlen möchte... Hatte ihn einfach mal spontan im Krankenhaus besucht. Ich glaube, die Story hat Marvin mir schon mal erzählt. Da waren die, glaube ich, in Berlin gewesen und der Leontin, also der kleine Junge, hatte auf einmal 40 Grad Fieber oder so bekommen. Und ihm Spielzeuge geschenkt. Der Grund, weshalb Leontin im Krankenhaus war, weil er extreme Kopfschmerzen und hohes Fieber hatte. Mm. Naja, zum doch, Glück geht es das, ihm jetzt wieder viel besser und ich hoffe einfach, dass er sowas nie wieder bekommt. Leontin auch wirklich krassester Hustler, der lässt sich nie anmerken, wenn der irgendwie Schmerzen oder so hat. Also zum Beispiel bei dem Videodreh im Trampolinhalle und so, da haben wir auch einmal so gesehen, hat er so ein Salto gemacht und ist so ein bisschen schlecht gelandet und man hat so gemerkt, so der hat sich eigentlich gerade wehgetan. Aber der lässt sich das nicht anmerken. Also Leontin, wirklich krasser Hustler und wir alle mal so, ey komm, sag was, wenn du was brauchst, wir holen dir Eis, also für zum Kühlen oder so, bist du umgeknickt, ist alles gut. Und er immer so, nee, aber man merkt eigentlich so, dass er sich gerade wehgemacht hat. Also Leontin, der Junge ist auf jeden Fall, der steckt einiges weg. Krasser Typ, ey. So Leute, hier ist Leontin. Ey Leontin, geht es schon wieder besser? Ja, ein bisschen. Oh Mann, ey. Leontin Arme, kennt keinen Schmerz. Ey, aber cool, dass du hier bist, komm, setz dich mal hin. King, aber Leontin auch wirklich cooler Junge. Ey, ist zum echt leid, hast du noch Kopfweh? Ein bisschen. Aber ist echt nicht, oh Junge, du Armer, ne? Ja. Und, wie ist es hier? Schlecht. Schlecht? Aber ich hab dir eine Überraschung mitgebracht. Wirklich? Ja. Und zwar... Er sieht doch voll fertig aus da. Wirklich? Ja, ganz viel. Freust du dich schon? Aha. Erzähl Leuten mal, erzähl, was du immer so bist, du? Ich krieg manchmal eine Spritze, manchmal nehmen die mir Blut ab. Ja, Leute, er hat immer Fieberkrämpfe, ganz hohes Fieber. Mhm. Ganz schlimm, aber jetzt ist schon wieder besser, ne? Aha. Ja, du Armer. Auf jeden Fall habe ich jetzt ganz viel Spielzeug. Also ich sage ehrlich, jetzt im Anschluss direkt, wenn Leontin im Krankenhaus war, dann ging es ihm da wirklich richtig schlecht, weil der macht das nicht einfach nur so. Aber gut, Leute, das soll es gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crimex.